So, neuer Shop ist da in knappen 5 Sekunden. Mal gucken, was wir dann heute so reinbekommen. Ich muss sagen, die letzten Tage waren die Shops nicht so besonders, obwohl die neue Season am Start ist. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass hier krassere Sachen am Start sind. Also ich sehe auch schon oben, die Montclair-Sachen sind zurück. Okay, immer mehr Paket, Mech-Anführer und die täglichen Sachen. Also die Dreamer bleibt scheinbar echt sehr, sehr lange. Töff nochmal zurück. Okay. Es sieht aber auch heute ehrlich gesagt nicht besonders aus. Naomi Osaka. Sachen und das war es ja gefühlt auch schon. Okay, relativ kleiner Shop, immer noch nichts Neues am Start. Dann fangen wir an mit den Montclair-Sachen. Also hier Montclair ist natürlich eine bekannte Luxusmarke und hier sieht man schon, kann man weiß oder schwarz auswählen und ich glaube, es gibt noch einen Stil, der sich dann während des Spiels verändert. Hier gibt es noch dann die René als zweiten Skin. Ich kann auch mal schnell die Stile hier zeigen. Das sind hier die ganzen Stile. Hier, wie gesagt, reaktiver Stil. Während des Spiels verändert sich das Ganze dann. Ich glaube, desto höher man kommt, war das. Und dann gibt es noch hier diesen Ladebildschirm. Ja, an sich ist das Paket ganz nice gewesen. Jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so ultra krass gewesen. Okay, hier gibt es noch die Axt zurück. So einen Schirm und eine Axt gemischt. Den passenden Geleiter und noch ein Rückenaccessoire. Die Sachen sind zwar ganz okay, aber ich muss sagen, ich fühle das jetzt nicht so extrem. Ich hätte ehrlich gesagt auch gedacht, dass heute dann vielleicht mal was Neues reinkommt, aber scheinbar nicht. Okay, ansonsten, nimm mal ein Paket, ist der Gefühl, die im Monat einmal hier. Der Rahmenskin mit Rückenaccessoire, Gleiter und dann gibt es noch Verwüstung, ebenfalls mit Rückenaccessoire und noch eine Hacke. Ja, das war's hier auch schon. Also ehrlich gesagt, keine besonderen Sachen, weil die sind auch jeden Monat einmal hier. Mech-Anführer-Paket, auch nichts, was ich so krass fühle, muss ich sagen. Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich den Shop auch heute nicht so sonderlich gut finde. Okay, hier gibt es dann noch integriertes Emote und noch das Team Monster Emote. Okay, ansonsten Dreamer, wie gesagt, noch geblieben. Gestrandeter Jonesy. Der Aktienkurt war ja damals so ein Spaß-Skin. Töfter als Emote ist schon mega nice. Kann man gut mit ein paar Freunden machen. Ist ganz nice gewesen. Dann gibt es noch Tanztherapie. Finde ich sogar auch echt gut. Schon ziemlich aufgedreht. Aber mit der Musik war das schon sehr, sehr nice. Neutral als Lackierung. Ist so ein bisschen animiert. Jetzt auch nicht so besonders, aber von den Farben her ganz cool gemacht. Und der Zauberwürfel ist nochmal zurück. Ich frage mich ja wirklich immer noch, ob er ihn irgendwann gelöst kriegt. Aber soweit ich weiß, kriegt er das nicht hin. So, und ich habe auch nebenbei mal nachgeschaut. Die drei Sachen sind hier 2 Monate her. Töff ist nur 1 Monat her. Und auch die Sachen hier sind 1 Monat her. Diese hier ebenfalls und auch natürlich ganz oben die Sachen sind nur 1 Monat her. Wobei, das hier ist 188 Tage her, sehe ich gerade. Okay, aber die Sachen halt einen Monat. Ja, was soll man sagen? Also, ich bin ein kleines bisschen enttäuscht. Ich hätte schon erwartet, dass vielleicht was Neues reinkommt. Es sieht aber echt langweilig aus. Also, das einzige Besondere ist halt, wie gesagt, das Paket hier, beziehungsweise das zweite Paket natürlich auch, sind halt diese Montclair-Sachen und das war's auch schon.